Herzlich willkommen zum weiteren Folge gerade auf dem Marsch. Wir machen jetzt weiter hier auf der Wiese Nummer 36. Ballen sammeln und Ballen abladen. Das machen wir jetzt gleich mal. Es sind noch Ballen gepresst. Das mit Main ist er fertig. Die Jungs stehen schon bereit zum Wegholen. Richtung Hof fahren. Wir müssen einmal sehen, ob wir die Ballen runterkriegen hier. Damit wir gleich düngen können. Damit wir gleich die nächsten Grashalme wachsen sehen können. Groß und saftig. Aber wir müssen hier noch ein paar Bahnen nacharbeiten, die übersehen wurden. Beziehungsweise vom Kursplay nicht so gut gespeichert war, so dass ich das übersehen habe. Und erst später es korrigieren konnte, dass einer im Prinzip ohne neben der Spur gefahren ist. Aber das soll nicht weiter schlimm sein. Das machen wir halt hinterher gleich nach. Aber die bauen noch ein bisschen, die sind noch gerade mal dabei. Am Rand müssen sie auch noch entsprechend sammeln. Beziehungsweise pressen. Ja, das dauert noch ein bisschen. Da kann man in aller Ruhe die anderen Fahrzeuge zum Hof zurückfahren lassen. Und dort die entsprechend reinigen, waschen, wegstellen. Reparieren ist glaube ich nicht notwendig gewesen, war noch nicht viel kaputt. Aber halt ich wollte die reinigen. Kühe und Schweine müssen versorgt werden, beziehungsweise sauber gemacht werden. Muss ich mal schauen, dass ich da ein Fahrzeug zur Verfügung habe zum Reinigen. Ob wir da kreativ sein können, ein vorhandenes Fahrzeug entsprechend nachrüsten. Und so ein bisschen mal durchschieben mit der Schaufel. Na, mal sehen. Ich muss den Ballensammelwagen wieder einstellen auf 10.000. Dann brauche ich nicht so viele Ballen fahren. Hat ja auch bei der BGH den Vorteil, dass sie die Ballenlänge reichen. Machen wir in der nächsten Wiese. Jetzt kommen wir hier durcheinander. Mittlerweile haben wir ja schon November. Das heißt, wenn es so läuft, wie es immer läuft, dann kommt im einen Jahr der neue LS raus. Und dann ist das hier alles Geschichte. Das ist Wahnsinn. Alles aufgebaut und nun ist wieder alles vorbei. Aber wir haben noch ein Jahr Zeit. Wir können mal richtig kreativ sein. Groß neue Mods und DLC, denke ich mal, kommen nicht mehr. Glaube ich nicht. Denn das meiste ist ja schon da. Kann sein, dass man irgendwann Crossplay Finale sagt, alles fertig. Wo eigentlich so ein Programm eigentlich nie fertig wäre normalerweise. Dass immer wieder Anpassungen geben müssen, weil nicht mal alles funktioniert. Ja, ne, und dann schauen wir mal. Ein Jahr, mal sehen, ob wir noch kommen. Im Grunde ist ja der Plan. Neue Felder, neue Wiesen. Wälder abholzen. Wälder aufforsten vor allen Dingen, das ist noch ganz wichtig, dass wir den ersten Wald, wenn wir dabei sind, zum ja, ein bisschen fällen, dass wir auch mit den Bäumen pflanzen. Schauen wir, ob wir das Jahr noch welche reinkriegen. Zum ja, Herbst normalerweise versuche ich mal zu bekommen. Bei Karten Neustadt ist immer ein bisschen
ein bisschen mehr Arbeit als normalerweise wäre, weil da wäre ja einiges schon im Herbst ausgepflanzt und ausgesät worden. Da hätten wir früher ein bisschen weniger Arbeit, in Anführungszeichen, und hätten dadurch ein bisschen mehr Wald machen hätten können, aber gut, ist nicht so schlimm. Wir sind da auch flexibel. Das ist genau wie gewollt, dass sie genau nach rein passen. Nur, dass keiner umgefallen ist. Ups. Ja, düngen wollte ich hier, ganz wichtig. Aber düngen ist nicht weiter schlimm. Der arbeitet seinen Kurs ab nachher und dann ist es gut. Vorher, bevor es überhaupt wächst, und unsere Fahrzeuge, das ist immer 1, 2, 3. Oh, die können eigentlich stehen bleiben, die haben wir nicht gestört. Mitten mehr trocken. Wieder einkriegen. Die Aufnahme erfolgt heute einen Tag später als geplant. War gestern einfach zu müde. Nach der Spätschicht ist man nicht ganz nicht an Ware. Aber keine Gefahr. Schaffen wir trotzdem. Ihr müsst nur sehen, dass ich heute die Aufnahmen bearbeite. Dann morgen Vormittag hochladen kann, spätestens morgen Vormittag. Dann steht nichts im Wege für die Aufnahme der Thüringenkarte. Deswegen getrennt, also vorher abschließen und dann einfach neu aufnehmen, damit keine Folgen durcheinander kommen. Also die Rückkehr heißt hier, oh, da ist eine Thüringenkarte. Oder umgekehrt. Im Grunde sollte man das eigentlich auffallen, weil es ja grundverschieden sind, aber wenn Anfangsbilder ähnlich sind, was auch mal passieren könnte, weil wir beide im Frühjahr starten, sieht das optisch, könnte es gleich aussehen und dann ist es nicht schön und durcheinander gekommen ist. Und das kriege ich dann hinterher ganz schlecht wieder sortiert. Darum ist es besser, man macht eins fertig und dann das nächste. Aber wir können ja auch auf längere Sicht sowieso noch zwei Ballenpressen kaufen. Ich wollte noch ein Glas kaufen. Damit wir dann später noch ein, zwei mehr Wiesen mehr haben werden. Also wir haben eben mehr Wiesen, aber dann auch eine größere Wiesen. Da kann man entsprechend nachziehen. Schauen. Und zwar bei Geräte. Da gibt es zum Beispiel Mähtechnik von Glas. 10 Meter auch. Ob die auch schwatten können, das weiß ich noch nicht. Weil unser kann das ja, was wir haben aktuell, das ist ja so ein bisschen Mod von. Na, sag schon. Und ich dachte, der war. So, und ich lege schon auf Wert, ansonsten müssten wir ja wieder schwatten, was zwar auch gehen würde, 6 Meter sind klein, der hat 14, das geht schon. Wo ist denn der überhaupt? Ladebein, Radlader, Tierhalterin. Mama steht davor, findet nicht, oder?
Qualmpech normalerweise. Hat er. So, hier gibt es noch vieles, was man machen könnte und ausprobieren könnte. Hier, das wäre dieser Glas. Das Quadrat. Rundball. 20 km/h. Im Grunde sind die alle. Optisch sehen sie ähnlich aus und haben gleiche Funktion. Also wieder mit gleichen Ballenfarben, also Folienfarbe. Reifen, ja okay. Das sagt aber nichts aus hier von gleiche Werte, Preis, naja gut, kann ein bisschen variieren, möglich. Ansonsten Voraussetzungen sind immer ähnlich. Also Grunde ist das fast egal, was man da nimmt. Aber da wollen wir mal Geld für haben, verschulden bei dem höchstens fürs Feld, weil Felder bringen einen gewissen Wert und damit ist man mit dem Prinzip kreditfähig, wenn man einen gewissen Wert hat. Maschinen haben zwar auch einen gewissen Wert, aber der Wert geht ja zurück, das heißt, es wird ja weniger mit der Zeit. Der Wert sinkt also. Und bei Grund und Boden ist es eigentlich hier im LS ist konstant. Aber ansonsten ist es reell eben ja auch so, dass der Wert eigentlich steigt. Und wir werden hier mal weiterhin Land kaufen. Und wenn wir dann mal Maschinen brauchen würden, dann wäre wirklich teuer, wenn wir dann mieten. Also im Grunde aktuell ist aber mieten nicht angesagt. So. Ich habe meinen LKW fast gar nicht gehört. Wenn wir später ein Silo haben, könnte man auch Gras sammeln und ein Silo reinfahren. Zumindest in diesen Herstellern von Silage. Und der Name entfällt mir gerade. Das wäre eine Option. Man kann ja in aller Ruhe Silage herstellen. Aber da würde ich eher für Mais. Als für Ballen. Für Ballen ist es eher für Gras. Ich habe aber mal ein Video gesehen, da gibt es ein Gerät, da haut der Maishäcksler das Häckselgut in so eine Maschine und dann wird gleich mit Ballen gepresst. Also richtig im großen Stil. Ob die Ballen nun größer sind, das weiß ich gar nicht jetzt, aber jedenfalls haben die direkt Mais in Ballen gepresst. Das haben wir noch nie gesehen vorher. So ein Mod habe ich hier noch nicht gesehen. So wieder, auch nicht schlecht. Was hier alles gibt. Wenn es so ein kleiner Bauerprinzip kaum Platz hat für ein Silo. Da kann der eigentliche Prinzip da schön fleißig. Ballen vom Lager nehmen für die Lager. Aber ob das entsprechend kostengünstig ist, ne, im Ganzen ist ja alles weiter. So, sind fast alle Ballen weg und wir müssen nacharbeiten lassen. Die Mittel können wir so allein machen und der Rest und schauen.
Zeit gucken, dass wir nicht zu doll überziehen. Eine Stundenfolge wäre auch ein bisschen Blödsinn, ne? Wenn man 7 Tage oder 7 Tage bedienen möchte und eine Stunde, ist dann heftig. Vor allem jetzt im Hochladen heftig. So wird egal, wenn die Zeit dafür übrig ist. Ich bleib so viel Gras liegen, kann man bald noch mit der Nachschwatten, mit einem Schwattgate arbeiten. Zumindestens ja, die Bahn hier, mal sehen, ob da noch einer langfährt. Ist ja eigentlich vorgesehen, ne? So, da haben wir schon mal. Stellen wir ab. Beziehungsweise fahren hoch zum LKW, zum zweiten. Und werden den LKW den Traktor auf Spur schicken, zurück zum Hof. Fahren wir mal vor Ort ran. Entschuldigung. Mit 50 km/h auch nicht schlecht. So. LKW. Mal sehen, ob der auch gut ankommt. Beziehungsweise da Stumpen stehen lassen. Ich glaube, der ging glaube ich nicht. Ah, da hatte ich was getan. Okay. Ah, gut, egal. Dann packen wir vorbei, auf der Waldkasse. Und dann zurück. So. Wir können den Ball am Weg. Sehen wir, wie vorne vorbeikommt bei den Traktoren da vorne. Es könnte sein, dass die im Weg stehen. Könnte. Ah, das ist ja gut. Da hat der Holger damals hier gesagt, er hat uns geschrieben, dass die Auffahrten nicht die Abfahrten sind. Das ist gut. Uns jetzt hier Probleme gegeben. So, wir stellen mal hier auf dem Feld, auf dem Acker, auf die Wiese und lassen mal den Kurs drehen. Wie gesagt, ich gehe Mod drauf für realistische Gewichte. Das macht 47 Tonnen. Heftig, so. Das heißt, Kursgenerierung 36. Wir machen Fahrgabe Nummer 2. So, 3. Auf, sind auf Fahrgabebahn. Auf Feld rein. Links herum, glaube ich.
Reicht, passt eh. Uhrzeigersinn, ja. Das meinte ich. Die generieren und dann geht los. Ne? Man kann einfach innen drin arbeiten. Oder jedenfalls. Und auch ein bisschen. Ah, ja, gut. Sieht gut aus. War hier mal den Kurs. Nicht 20 Euro. Weil. Gut, können wir speichern. Zu schreiben, wenn wir noch viel mehr haben. Eigentlich sind wir jetzt eher weg. Ausgestattet, wir kaufen nichts Neues. So, wir bauen uns eine Elmsau hier. Ein paar Ballen einsammeln noch fix. Sobald hier das Düngen durch ist, können wir die Geschwindigkeit erhöhen. Dauert sie genau ein bisschen. Wird die Folge nichts mehr. Es ist ja aber noch hell, muss man dazu sagen. Wenn hell ist, ist hell, ne? Da geht's ja. Kann man auch mit einspielen. Zur Not. Ich habe nur die Erfahrung gemacht aus dem Zürich-Kater, wenn ich nachts die Aussaat durchführe und dann zu schnell. Zu schnell laufen lasse, dann ist es garantiert hinterher Probleme. Wir werden mal schauen, ob wir noch eine Mission machen können. Solange sie diese Ballen treffen, wird immer noch dabei bleiben. Meistens jedenfalls. Ein bisschen nacharbeiten müssen wir noch. Ja, gucken wir an die Fahrzeuge gestellt bekommen. Beziehungsweise durch den Wald. Ja, hatte ich überlegt gehabt, das zusammenzulegen. Aber erstmal sagt man so weit nicht tun. Weil so können wir immer separate kleine Abschnitte bearbeiten lassen. Habe ich den verkehrten Punkt angewählt. Das heißt nicht im ersten Wegpunkt, sondern irgendwo drin angefangen. Das war so nicht geplant. Lassen. Das war ja schon wichtig, dass er erst anfängt, innen drinne. Sonst kriegt ihr nicht alles fertig. Muss zwar nochmal gedüngt werden. Aber gut, das ist egal. Sonst macht ihr ja gleich den Rand fertig und in der Mitte passiert nichts. Das ist schlecht. So, liebe Freunde der Landwirtschaft, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Und Dank an alle, die schon abonniert haben. Fleißig kommentiert haben, dann seid mal tschüss und winke winke, ciao ciao, bis morgen zur nächsten Folge, tschüss.